Ich hoffe, er kann auch springen. Komm, springen, springen. Ist ja witzig, der hat die da runtergerufen und. Ich habe ein paar merkwürdige Spuren entdeckt. Nicht schon wieder. Jetzt haben wir Platz. Das ist schön. Die mit den Füßen schlurfen. Ich habe sie auch gesehen. Das waren keine Menschen, es sei denn, die Bleichhäute haben sich inzwischen ein drittes Bein. Ui. Der Hauptmann sagt, wir sollen uns bereit machen, Odun bald zu verlassen. Das ergibt doch keinen Sinn. Was ist mit dem Park? Er hat mich gesehen, die Drecksau. Mist. Oh, trifft er mich? Das gibt's doch gar nicht. So nicht, meine Freunde. Oh, Mist. Schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. Ich konnte das mal ein bisschen besser, ne? Glaube ich. Oh. Oh nee. Das ist doch Nachschubrufen hier, oder? Das ist doch gar nicht, ey. Sehr trickreich, ich dachte, du wärst tot. Spielt keine Rolle. Über den Kampf musst du noch einiges lernen, Tark! Was denn jetzt? Ich kann ihn auch ohne Hilfe töten! Waldläufer! Jetzt stirb! Dein Tod ist da! Tod! Tod! Jetzt verstehe ich nicht, warum der gerade weg wurde, Alter. Wie viel kommen denn da? Bleib zurück! Hier lernt ihr noch was! Ja, Tark! Hinterher! Ja! Also los, Leute! Wir zeigen ihm, wie das bei uns läuft! Also los, Jungs! Schlagt ihm in die Weichteile! Deine Hexerei wird dir nicht helfen. Ich töte dich einfach noch einmal. Ja, ich schütte dich. Sind nur ein paar viele gerade irgendwie. Nicht nachlassen. Bleib stehen und kämpf oder ich töte dich selbst. So ein Blümchen könnte ich ja mal gut gebrauchen, ne? Bring ich ihn halt um, wenn er zurückkommt. Diesem Waldläufer laufe ich nicht hinterher. Wer weiß, was der Pixie auf Lager hat. Der Wald! Er ist über uns! Ich werde dich zerfetzen!
Er ist über uns! Ja, ich bin über euch. Was war das? So. Er ist weg! Was für ein Feigling! Boah, das sind noch so viele. Ich glaube, ich habe den Waldläufer gesehen. Dann sieht besser mal nach. Der Tag wusste, dass er es nicht mit mir aufnehmen kann. Terrorisieren oder Schleichtötung? Jetzt weiß ich, was der stinkende Feigling ist weggerannt. Ich habe so wenig Energie. Das ist hier ein. Ich sehe den Waldläufer. Oh, sie sehen mich, das ist schön für die. Keine Blume hier irgendwie zum Heilen, ey. Er ist sicher schon längst fort. Weiter zu suchen ist sinnlos. Der Tag hat wohl Angst bekommen. Keine Blume zu sehen. Ich hab genug von Udun. Es wird Zeit, dass wir losmarschieren. Du wirst nicht lange warten müssen. Ist noch nicht lange her, da habe ich den Hauptmann hier gesehen. Was bin ich denn da? Der ganze Hauptstickzerfisch. Und schnell weg. Ich flippen sie alle wieder aus. Naja, so werden wir die aber nicht alle schaffen, ne? Was sonst? Da kommen immer noch neue. Der Tag ist längst weg. Ein Grauke ist ausgebrochen und nun soll ihn jemand einfangen. Ich mache das nicht. Ich habe Besseres zu tun. Lass ihn laufen. Vielleicht zerstampft er ein paar. Da hat sich etwas bewegt! Da drüben! Ja, die kann man ja nicht leicht töten, leider. So nach Scheiße. Einem Kampf brauche ich Essen und Grog. Stattdessen gibt es nichts als eine Menge Gebrüll vom Boss. Locken mal weg, vielleicht klappt das. Wenn unser Häuptling zu reden beginnt, halten sie allesamt inne und hören zu. Nur weil sie Angst haben, was er mit ihnen anstellen könnte, wenn sie es nicht tun. Das ist der beste Weg zu führen. Angst und Respekt wirken viel besser als ein Klaps auf den Hintern. Auf mich stürzt du nicht herab, kleines Vögelein. Ach, Scheiße. Da ruft er seine Kumpels, ey, so eine Scheiße. Ach, so eine Kacke. Unsere Schützen treffen aus so großer Entfernung, dass ihre Opfer tot sind, bevor wir sie überhaupt sehen. Ja, aber wo ist dann der Spaß an der Sache? Sie sollten doch mal daneben schießen, damit ich wen abstechen kann. Ach, das ist eine Quest hier. Wenn ihr euch in der Schlacht beweist, wird es frisches Fleisch geben, wenn wir ins Lager zurückkehren. Na, wir müssen jetzt mal gehen lassen, sonst können wir den Auftrag ja nicht starten. Wo warst du vorhin? Auf der Jagd? Nee, ich habe mir die Sklaven an der Grube bewacht. Hast du irgendwas Gutes gefunden? Ein paar Artefakte. Hätten vielleicht mehr gefunden, wenn sich die Karagor nicht an meinen Bleichhäuten zu schaffen gemacht hätten. Ihr solltet euch von mir fernhalten. Warum?
Was ist mit dir? Er hat nur zu lange nichts getötet, das ist alles. Ach Scheiße, so kommen wir da gar nicht mehr hin. Mit so wenig Energie möchte ich da auch nicht. Mit Orktrak habe ich kein Mitleid. Er hat einen Tod verdient. Geschieht ihm recht, wenn er sein Schwert nicht schneller ziehen kann. Er hätte diesen Graus sehen und sich bereit machen sollen. Dennoch war es schön zu sehen, wie diese Bleichhäute in Panik verfallen sind, als Orktraks Blut auf sie hat. Habe ich seine Spuren entdeckt. Sah nicht normal aus. Den kann man doch kalt machen, oder? Die Ghule sehen aus wie eine Bleichhaut, die ausgehungert und eine Woche lang geschlagen wurde, dann gestorben und wieder lebendig geworden ist. Warte, ich rieche etwas. So. Dann hau die schon mal weg. Oh, da sind eine ganze Menge. Die Häuptlinge hatten vorhin ein geheimes Treffen. Kann ja nicht so geheim sein, wenn du davon weißt. Ich frage mich, was sie wohl planen. Ich weiß es nicht und es ist mir gleich, solange es bedeutet, dass ich jemanden meine Faust ins Gesicht rammen kann. Ich wäre letztens fast in Flammen aufgegangen. Hättest du mal weniger Grog getrunken und aufgepasst, wohin du läufst. Es war nicht der Grog, es waren diese Schützen. Ah, diese verblutten Feuerbolzen. Damit haben sie letztens. Dann gucken wir doch mal, ob die jetzt hier alle weg sind und wir da endlich runter können. Nicht so wirklich, ne? Ich habe keine Angst vor Karagor. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. Du solltest Angst haben. Nur einer von ihnen kann dich in Stücke reißen. Hm. Jetzt kommen die wieder alle hochgerannt, ey. Was hältst du von unserem neuen Anführer? Aus dem werde ich nicht ganz schlau, aber er sieht zäher aus als der Alte. Wir werden sehen, wie stark er ist, wenn er uns in die Schlacht führt. Das wird gut. Abgehört, er kennt ein paar schmutzige Tricks. Das gibt's doch gar nicht, da komme ich doch überhaupt nicht hin, dann. So. Ein Stück Scheiße. Dann gehen wir doch mal nach hier und gucken mal hier was. Ich denke nicht, dass wir das schaffen. Mag der andere Zwilling. Ja, wir probieren das einfach mal. Ich denke eher, dass wir drauf gehen, aber. Ich weiß, was du denkst, Wandläufer. Das war nicht meine Schuld. Ich sag
dem Häuptling, dass ich seinen Leibwächter getötet habe. Er dreht sich um. Hat exakt das gleiche Gesicht wie die Wale, die ich getötet habe. Die wir getötet haben. Zwillinge? Wer hätte das gedacht? Sorg einfach dafür, dass du den Platz des toten Häuptlings einnimmst. Der Häuptling lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt umbringen. Oh, guter Plan. Ich bin gleich hinter dir. Es klappt. Eine Übungsanlage. Sehen wir doch mal, wie die Soldaten des Häuptlings sich im echten Kampf schlagen. Rüttle am Käfig und erwecke das Biest in ihm. Ich dachte, wir würden auf die Jagd gehen. Und auf einmal kriege ich den Befehl, noch mehr Vorräte zu packen. Wenn Redback es schafft und neuer Häuptling wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er uns zur schwarzen Hand führt. Redback hat zugleich Gorod und den Henker getötet. Wie ist das nur möglich? Das waren ein paar mächtige Uros. Ich glaube das nicht. Gorods Tod ist eine Sache, aber dann auch noch der Henker? Falls Redback ein wahrer Krieger ist, schmiss ich mir selbst die Kehle auf. Gehört, wenn du den Grauen. Nimm das vor! Was? Habt ihr das gehört? Da! Ja, mein Tod! Die lasse ich jetzt mal vorbei und dann. Wahrscheinliche Ratten. Die haben mich gesehen, okay. Und dann müssen die auch mal platt machen jetzt. Acker. Falls sie das so dürfen, ich weiß ja nicht, aber jetzt kommen die alle hoch, ey. Oh. Töbe, sag mal eh, bevor du angreifst, wer ist denn auch? Oh. Man leckt mich am Arsch. Gibt's doch nicht, ey. Es sind immer zu viele. Mann! Mork! Mork! Okay, der andere Zwilling ist da. Die Qualen meines Zwillings sollst du zweifach erfahren. Ja, wir geben den Auftrag mal ab.
Ich denke, die uns im Land der Schatten führen werden. Wir machen hier nochmal Schluss und beim nächsten Mal, da werden wir nochmal erst hier Gollum versuchen, um noch ein bisschen Macht und so zu bekommen. Und uns dann erst an den Meister Lichter versagen. Hier an den Häuptling ranzugeben. Ja, vielleicht können wir hier noch was freischalten oder. Verbesserung. Attribute könnten wir ja noch, ne? Aber ne, haben wir nicht genug. Schade. Und da haben wir auch nichts. Ne, aber dann können wir vielleicht erst den Gollum machen und haben dann noch ein bisschen Reflexionen Platz. Des Lichts der halt beiden Bäume, wenn ich rede. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Ja, und machen dann die Häuptlinge platt und ja, denke ich. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.